schon toll, so ein Geweih. Ha! Bullseye! Und da behauptet Toni immer, ich könne bei Klobrillen nicht zielen. Nicht gerade der gemütlichste Platz für ein Außenklo. Aber was raus will, muss raus. Ein guter Wurf. Aber noch ist die Falle nicht fertig. Die Falle ist gestellt. Dieser Problemelefant hat meinen letzten Nerv getötet. Und wird danach sein rosarotes Wunder erleben. Wie jetzt? Du bist schon fertig? Hatte ich eine Wahl? Du hast viel zu lange gebraucht. Ja, aber dieser ganze Aufriss diente doch nur dem einen Zweck. Dass du die Gläser nicht kaputt fährst. Und jetzt kannst du einfach so ohne mich einparken? Das gibt's nicht. Das hängt mit der Komplexität von Zeitreisen zusammen. Schwierig zu erklären. Noch schwieriger zu verstehen. Du hattest die Rückspiegel falsch eingestellt, ne? Ich kann gerne wieder vorfahren, wenn du möchtest. Nee, lass mal. Passt schon. Und? Nochmal mache ich das nicht. Ist auch nicht nötig. Und während ich in aller Ruhe Toni holen gehe, zu schnapp, Rüssel ab. Wird schon schief gehen, was? Und wie? Die Falle ist gestellt. Er kommt, alle Mann auf Position. Und dann, wie wir es geprobt haben. Ich möchte kein offenes Feuer in Rufus Nähe sehen. Möge Tetanus uns beistehen. Hey Rufus! Nicht jetzt! Kürbislaterne! So viel Zeit muss sein. Huhu, Schnutzelbärchi. Ich muss dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Hat das nicht Zeit, bis wir verschwunden sind? Tja, vielleicht, ja. Jedenfalls war das sowas von abgefahren. Du hast meine Träume noch nie verstanden. Und je mehr du erzählst, umso stolzer bin ich drauf. Beinahe verplaudert. Lass uns los. Ja, warum nicht? Was denn? Gar kein zynischer Kommentar? Keine Zweifel? Kein Schlangengift? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir bis hier oben. Ich kann's kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Paps Tschö sagen. Genau. Diesmal erfreuen sich deine Gläser nämlich wirklich bester Gesundheit. Wie meinst du das? Diesmal. Das musst du nicht verstehen. Hauptsache, Gläser sind heil, oder? Ja, das wäre besser für dich. Viel besser. Na, das wird ja eine lustige Ballonfahrt. Ach, halt den Rand. Toni, nein! Nicht den Elefanten freilassen! Er ist ein niederträchtiges, pinkfarbenes Ungeheuer! Schau dir deinen Elefanten mal genau an, Rufus. Und? Fällt dir etwas auf? Mir fällt auf, dass der Konstrukteur der Falle ein Genie gewesen sein muss. Ich meine am Elefanten. Ach,
Jetzt sehe ich es auch. Er ähnelt einer drexikanischen Pinata. Meinst du, es fallen Leckereien heraus, wenn ich dagegen schlage? Tatsache, alles voll. Aber Moment mal, diese Bonbons kenne ich doch. Sind das nicht dieselben, die deine Mutter immer lutscht? Das ist gar kein Elefant, sondern deine Mutter. Was du nicht sagst. Bitte nicht zu hart zuschlagen, okay? Warte kurz. Oh, du hast genau einen Satz. Das war ein verrückter Zufall. Ich hatte mit einem fetten rosa Elefanten gerechnet. Und, naja, schau doch selbst. Und das war dein Satz. Das war mein Satz. Toni? Du hast vergessen, mir das Nasenbein zu brechen. Zack, kaputt. Weinen, lachen, vergeben, das ganze Zeug. Toni? Ich kann mir nicht helfen. Ich finde meinen kleinen Fauxpas absolut nachvollziehbar. Was ist passiert? Keine Panik, ich habe alles im Griff. Es sieht aber nicht danach aus. Wenn überhaupt, scheint mir deine Freundin noch wütender als zuvor. Ich sagte, ich habe das im Griff, okay? Aber die Zeitlinie. Scheiß auf deine dämliche Zeitlinie. Ich habe hier echte Probleme in der echten Welt. Okay, Gammelgalf? Das muss ein Albtraum sein. Vergiss es, Paps. Nichts, was du sagst, könnte mich umstimmen. Das hat deine Mutter damals auch gesagt. Die Worte frische Kekse haben es schließlich getan. Klopfe die Klopf? Hey, Rufus. Hallo, Bernhard. Wie schlimm ist es diesmal? 9,8, würde ich sagen. Mach eine Runde 10 draus. Du sprichst noch mit mir. So schlimm kann es also gar nicht sein. Frische Kekse. Es klappt nicht. Warum klappt es nicht? Keine Ahnung. Hast du Würfelzucker dabei? Du musst zugeben, deine Mutter sieht einem rosa Elefanten schon ziemlich ähnlich. Du, Rufus, vielleicht gibst du ihr noch einen Moment. Keine Panik, ich mach das schon. Ach komm schon, Toni. Wollen wir uns wieder vertragen, hm? Was denn? Nicht mal ein kleiner Grunzlaut? Na los, schrei mich ruhig an, dann haben wir es hinter uns. Rufus, du bist so ein Idiot. Aber ein gut aussehender Idiot, dem ich nichts übel nehmen kann. Immerhin sind die Gläser noch heil. Wie jetzt? Zählt das denn gar nicht? Warum habe ich mich denn dann so angestrengt, sie nicht kaputt zu machen? Okay, es tut mir leid. Da, ich hab's gesagt. Zufrieden. Du checkst es einfach nicht. Oder? Du kannst nicht ständig alle Zelte abbrennen und trotzdem hoffen, dass es so bleibt wie immer. Irgendwann ist Schluss. Und dieser Augenblick ist jetzt. Aber darum geht's doch. Alles ist bereit. Wir können endlich nach Elysium. Zu neuen Ufern. Das ist kein neues Ufer. Das ist dasselbe dämliche Ufer wie beim letzten Mal. Und bei dem davor. Und am Ende wird es sich als Sackgasse herausstellen. Und da liegst du eben falsch. Zufällig weiß ich genau, dass ich es schaffen werde. Ich hab's nämlich gesehen, jawohl. Aber nicht mit dir. Oh nein. Ich werde eine Elysianerin kennenlernen. Eine, die mich versteht. Rufus? Tja, da guckst du, was? Diesmal mache nämlich ich Schluss. So, such dir einen anderen Idioten, der dich und dein Gemecker aushalten muss. Du hast mich ausgehalten? Oh, oh. Genau. Aber meine Geduld ist am Ende. Du hast mich ausgehalten? Toni, beruhig dich. Was für ein Albtraum. Ich hatte vom Ende der Welt geträumt und bin dann auf Elefantenjagd gegangen. Obwohl, war das überhaupt ein Traum? Es kommt mir im Nachhinein so real vor. Sicher ist sicher. Vielleicht sollte ich lieber diese Elefantenfalle bauen.
Diese kryptischen Schilder sieht man in letzter Zeit immer häufiger. Und seltsamerweise... Weg damit! Diese Dinger haben mir lange genug die Sicht auf die Knallgasschlote versperrt. Wenn Toni nicht will, dass ihre Gläser kaputt gehen, warum hat sie sie dann so demonstrativ aufgestapelt? Das Elefantenversteck ist ein Pass für ein Psst. Das ist genau das, was ich für meine Elefantenfalle brauche. Bei Lichte besehen, so nützlich war es auch wieder nicht. Toni will immer, dass ich die Klobrille runterklappe. Aber jetzt mal unter uns, Klobrille. Ich kann einfach nicht, wenn ich mich beobachtet fühle.